Wettershow. Willkommen bei unserer Wettershow. Was erwartet uns denn heute? Wir blicken zuerst auf die Europakarte. In Europa ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken, teils am Nachmittag von Frankreich weg. Gewittrige Schauer im Südosten und im Osten, überwiegt allerdings die Sonne. Wir blicken damit nach Österreich. Wie sieht es in Österreich aus? Es wird warm und in den meisten Regionen wird es auch sonnig an der Alpen-Nordseite. Und auch im Osten kann es allerdings ein paar Schauer geben und in der Früh um Bregenz, Wien oder auch um Eisenstadt kann es ebenfalls regnen. Tagsüber wird der Regen dann allerdings weniger und leichter. Mit den Temperaturen ist es ebenfalls noch recht mild und das sehen wir hier auch bei der 24-Stunden-Prognose im Westen. Wir haben hier bis zu 22 Grad, wie gesagt am Vormittag einige Regenschauer. Im Osten ein ähnliches Bild, bis zu 21 Grad. Auch hier kann es eben in den Regionen, die ich vorher genannt habe, Regenschauer geben. Grundsätzlich aber überwiegt der freundliche Eindruck. Wie geht es dann allerdings weiter? Da haben wir dann eine weitere Störungszone. Da fallen die Temperaturen auf 16 Grad zurück, bis sich dann übers Wochenende wieder mildere Temperaturen und auch die Sonne durchsetzt. Auch im Osten sehen wir, da haben wir dann einen Temperatureinbruch morgen mit 18 Grad. Nur Donnerstag ebenfalls nur 17 Grad. Allerdings wird dann die Sonne hier wieder immer mehr zum Vorschein kommen.